Hallo ihr Mutigen, der Wilde hier. Herzlich willkommen zum nächsten Video. Natürlich schauen wir wieder auf erfolgreiche CWL-Angriffe. Wollen ja auch aus so einer CWL für euch das Beste rausholen. Pekka, Bobette und Electrum, einmal der Nightwolf und einmal Caro. Na, mit dem SG-Account werden heute zum Zug kommen. Gestern gab es ja schon Bowitch von mir, aber jetzt konzentrieren wir uns auf das, was der Nightwolf hier macht. Er holt erstmal mit zwei E-Drachen, richtig teuer, aber effektiv, einen ordentlichen Funnel, setzt dann Pekka, Heiler, Helden, Ramme, die erledigen den Rest, der da noch rumstand, und gehen dann tief in die Base Richtung Adler. Pekkas teilen sich wunderbar, Helden gehen gemütlich dahinter. Na, die Ramme kann zum Rathaus durch die ganzen Mauern gehen, weil da eben die übrigen Truppen alles abgelenkt haben. Na, der ganze Flächenschaden wird gefrostet. Und dann, klar, da lebt die Clanburg, sowohl Hund wie auch Baby. Aber die Packers und der King haben einfach zu viel Leben, das braucht eine ganze Weile. Und die Bats, die rennen den, fliegen denen einfach weg. Na, das passt wunderbar. Na, die letzte Mauer und dann die Clanburg erledigen. Drei Sterne in der Tüte gegen eine sehr bekannte Base vom Layout her. Funktioniert also wunderbar. Und Caro hat sich gedacht, ich mache mal einen Mass-Hawk. 41 Hawks in der Aufstellung. Krass. Zwei Eisgolems, ein paar Magier für den Cleanup und ein Electron zum Einstieg. Mit dem Clone hat das nicht so ganz funktioniert, da wollte keiner hin. Trotzdem, Ziel erreicht, Queen raus. Andere Seite, Sui Heroes mit einem Eisgolem vorneweg, der ein bisschen was gefrostet und getankt hat. Die Helden nehmen den König raus und damit sind die gefährlichsten Waffen gegen Hawks aus der Base raus. Von drei Seiten, einmal rechts zum Inferno, einmal links zum Inferno und in der Mitte eine Gruppe Hawks, die sich dann in der Mitte tatsächlich alle treffen, damit so am Rathaus, das mit Erdbebenzauber aktiviert wurde, gemütlich im Heilzauber allesamt drin sind, haben damit volles Leben, kriegen den Rest der Base raus. Na, den letzten Heilzauber aufgespart vor den Inferno und dann geht's ans Aufräumen. Eine relativ schicke, einfache Geschichte. Wenn man also so gemütlich die beiden Helden rauskriegt und die so schön gegenüberstehen, ist das natürlich eine wunderbare Sache. Dann gibt es für die Hawks natürlich rechts, links, Mitte, alles zum Rathaus, da alle hochheilen. Einen wunderbaren Weg. Na, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nehmt euch mit, spielt die Angriffe nach und ich sag mal bis morgen, dann sehen wir die nächsten zwei Angriffe.